Behrens. Werner. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Jetzt Marco Reus. Götze. Und Aubameyang. Da passt er auf und kann klären. Das gibt Einwurf. Behrens. Keine Gefahr, da ist kein Mitspieler da für diese Flanke. Und nun Sokratis. Stocker. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Reus flankt. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Und Aubameyang. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Jetzt Aubameyang. Gefährliche Flanke. Der Ball ist leichte Beute für die Verteidiger. Werner. Er steht gut und hat den Ball. Baumjohann. Stocker. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Bernardo Silva. Griezmann am Ball. Darida. Behrens. Stocker. Das ist noch gefährlich. Den muss er hier machen. Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Und Götze. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Badstuber, da berührt der Ball die Latte. Stocker. Gute Aktion von Hummels. Reus. Jetzt Griezmann. Da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und Ecke. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Sieht natürlich unglücklich aus. Immer so ein Eigentor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Oh oh, oh oh, dumm gelaufen, Eigentor. Das Eigentor müssen Sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Mario Götze jetzt.
Baum, Johann. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Plattenhardt. Baum, Johann. Werner. Götze. Da kommt der Schuss. Das ist das Tor für den BVB. Da hat er das Auge für den Mitspieler und dann ist es für den natürlich auch leicht. Und da gab es natürlich auch nichts zu halten. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Das wird nicht gefährlich, Sie haben den Ball. Darida. Schierbrett. Schießt er ihn rein. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Bernardo Silva. Griezmann am Ball. Da zieht er ab. Der BVB macht den Treffer. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Ich glaube... Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Und Aubameyang. Jetzt schießt er! Gut gemacht, den Ball holt er sich. Langkamp. Plattenhardt. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Gündogan am Ball. Und er schießt. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Brooks. Badstuber. Jetzt Aubameyang. Pekarik. Darida. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Plattenhardt. Da ist der Ball im Netz. Sechs eins, das ist schon eine richtige Abreibung.
Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Griezmann. Kraft. Darida. Stocker. Und jetzt haben sie den Ball. Götze. Reus. Pekarik. Die Gäste werden wechseln. Nun zu Götze. Und die Fans reagieren weiterhin ziemlich allergisch auf ihn. Das wird sich wohl auch bis zum Schluss nicht ändern. Sie kämpfen um den Ball. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Hannover 96. Und da dürfte uns noch einiges geboten werden. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Da kommt der Schuss. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Macht er ihn. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und da wird uns der nächste Gegner, der Hertha, eingeblendet. Ja, es geht gegen den VfB Stuttgart im nächsten Bundesligaspiel. Kein größeres Problem, denke ich mal. Er lässt sich von dieser leichten Blessur nicht aufhalten. Es geht weiter. Ja, und genauso kennen wir... Schussversuch! Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Da zieht er ab. Viele Tore haben wir hier heute zu verzeichnen. 6:1 steht es kurz vor Schluss. Viel passieren wird hier, denke ich, nicht mehr. Gegen wen geht es eigentlich als nächstes? Der nächste Kontrahent von Borussia Dortmund heißt Hannover 96. Mit einer Leistung wie heute, da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Plattenhardt. Bernardo Silva. Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Ibišević. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Plattenhardt. Hegeler. Da kommt der Schuss. Noch ist Zeit und sie möchten den Spielstand gerne erträglicher gestalten. Der Ball geht allerdings nicht rein. Reus. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Jetzt schießt er. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Schießt er ihn rein. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Trotz Ehrentreffer ein Debakel.